Stimmt, da war ja was. Aber da fällt jemand. Wo zur Hölle ist Erin? Der Plan ist, zum Leuchtturm zu gelangen. Sie weiß das. Ihr seid die gleiche Klippe runter. Warum seid ihr jetzt separiert? Ja, das... Warte mal, warum kann ich die Kamera... Ah, jetzt kann ich die Kamera schwenken. Ja, das macht nicht sehr viel Sinn. Was macht wohl Erin? Sie ist zäher, als du vielleicht denkst. Meinst du wirklich? Wenn wir jetzt den Plan ändern, könnten wir alles nur schlimmer machen. Also weiter nach Plan. Was, wenn sie sich nicht an den Plan halten kann? Minze? Ja, Minze. Nice. 46. Nice. Hier lang, würde ich sagen. Da ist ein Boot. Können wir einfach das Boot nehmen und weggehen? Soll ich darauf? Ich kann. Ja, geil, schon wieder balancieren. Da habe ich jetzt hier Übung drin. Nein, bleib schön gerade. Grad bleiben. Kreditkarte? Nee, Führerschein. Francis Morello. Morello Francis, Klasse C. Okay. Was macht das Ganze hier oben? Inferno. Das sieht nach Achterbahn aus oder sowas. Danke für den besten Tag aller Zeiten, Onkel Francis. Okay. Kann ich da runter? Yes, I can. Ja, also ich würde mir jetzt da mal das Boot holen, ne? Das ist das Hotel, so wie es aussieht. Was ist der Leuchtturm? Ich sehe es nicht. Das kann ich mir auch ansehen. Was auch immer das da ist. Keine Ahnung. Okay. Retour. End. Kann ich da durchgehen? Nö. Ich dachte, wenn wir erstmal draußen wären. Wow. Wir sind im Wald. Könnte alles sein. Wo ist eigentlich Nummer 2? Warum sind wir allein? Könntest du mir bitte nicht noch mehr Angst einjagen? Ich glaube, wir haben ja gerade einen erneuten Bug, dass jetzt Charakter Nummer 2 fehlt. Ich würde Charlies linkes Ei geben, um jetzt in Topeka zu sein. Ja, es fehlt auch die Hälfte vom Dialog. Möchte ich da rein? Eigentlich nicht. Und bevor ich die Tür überhaupt versuche, werde ich mich erstmal umschauen. Was? Moment. Ansehen. Fuck! Der Hund ist da drin. Und eine Scheißratte. Also für den Fall, dass die Tür aufgeht, glaube ich, haben wir hier einen kleinen Fight mit dem Hund haben.
Oh, jetzt ist sie da. Hörst du das? Was? Ja, der scheiß Hund. Klingt wie ein Winseln. Ist das... Alter, geht's weg, weg. Warum ist er jetzt auf einmal lieb? Was ist da? Na toll. Halt die Klappe. Kate, versteck dich. Alter Hund, bitte sei ruhig. Bitte. Solange du mir nichts tust. Halt die Klappe! Alter! Was wird das? Hey, Moment mal! Das ist eine zweite Person! Habt ihr das gesehen? Nein! 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 Ne, das mache ich nicht. Oh, bitte lass mich das nicht bereuen. Lauf, 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 lauf. Hart vom Weg. Versteck dich. Und an der Stelle eine kleine Schnittpause. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da vorhin eine zweite Person gesehen habe. Und mein Zukunfts-Ich bitte nochmal die Stelle wiederholen, wo wir im Haus drin gewesen sind und mal einen Stillframe reinholen und das vielleicht kurz kommentieren. Ja, und da sehen wir auch ganz klar, da steht jemand da links und der bewegt sich auch nicht, wenn sich unser Dümett sich da bewegt. Also das ist kein Spiegel oder ähnliches. Und wenn wir hier mal ganz kurz reinzoomen, dann sehen wir, der hat auch keine Maske, aber man sieht halt nicht sehr viel an Details. Aber Fakt ist, es sind zwei Mörder auf dieser Insel oder zumindest einer, der hilft. Ich würde sagen, weiter im Film. Jo, das war vermutlich nicht so gut. Andererseits, wir sind draußen unterwegs. Wie kriegt ihr das mit? Oh, aber wir sind beim Leuchtturm. Endlich. Brauchst du Hilfe? Wo kommst du jetzt auf einmal her? Aaron, heilige Scheiße. Du lebst. Aaron, bin froh, dass du okay bist. Hilf mir. Du schaffst das. Wo ist Kate? Jamie? Weißt du, wo sie sind? Wir haben uns irgendwie im Wald verloren. Ich hatte zu viel Angst, um stehen zu bleiben. Es tut mir leid. Ist okay. Wird irgendwie okay, Aaron. Sie finden her. Ich weiß, wie wir reinkommen. Los. Fantastisch. Gut gemacht, Aaron. Du kommst nicht mit. Was? Wieso?
Bist du? Ich hab dich mit Dumet gehört. Oh, die Sache. Schuld. Du hast uns zur Schlachtbank geführt. Aaron, du hast den Verstand verloren. Ich würde nie... Du weißt, du kannst mir vertrauen. 70% aller Mörder töten jemanden, den sie kennen. Jemanden, der ihnen vertraut. Es sind 79%. Aber ich bin kein Mörder. Sofortiger Aufbruch. Alle Handys abgeben, ein einsamer Ort, alles Teil deines Plans, oder? Ja, ich weiß, aber der eine Voice-Message, glaube ich, war Deepfake. Du hast einen Schock und kannst nicht klar denken. Ich würde nie... Mark, wir müssen ihn hier fesseln, bis Hilfe kommt. Er wird uns in den Rücken stechen oder Dumet dazu bringen. Aaron, ich würde nie... Ruhe! Nee, ich vertraue Charlie. Aaron, ich glaube, das war Fake. Er hat lange für Charlie gearbeitet. Er ist ein egoistischer Kontrollfreak, der uns alle aufs Kreuz legen würde, aber... Er ist kein Mörder. Ich weiß, was ich gehört habe. Und ich glaub dir. Aber vielleicht solltest du genau das hören. Ich pass auf ihn auf. Versprochen. Ihr spinnt doch beide. Ja, wir sind halt alle ein bisschen unter Stress, nachdem, was da so passiert ist. Finden wir raus, wie wir das Ding zum Laufen kriegen. Oh, ich habe wieder nur das Billo-Ding da zum Lichten machen. In der Zukunft aber bitte jeder mal eine Taschenlampe mitnehmen. Schlimmste, oder davon gibt es was zum Anschauen. Untersuchen, was haben wir da? Adresse Chicago BD, Beweisstück 1612, Fallnummer, Beweisnummer, Sicherheitsdatum. Um 6 Uhr entdeckte ich, Officer Frank Hooper, dass eine oder mehrere Personen sich Zutritt zur Asservatenkammer in der West State Street Nummer 1612 verschafft hatten. Unter den vermissten Gegenständen befand sich Beweismaterial aus der Wohnung des ehemaligen FBI-Agenten Hector Mundy. Darunter Bücher, Kleidung, Notizen, chirurgische Instrumente und Dentalgeräte. Wir gehen derzeit davon aus, dass es sich bei den Einbrechern um Souvenirjäger handelte, die auf Memorabilien von diesem Fall aus waren. Ende des Berichts. Cool. Beweismittel stehen. Geht natürlich. Ist sonst noch irgendwas hier? Oh ja, da hinten. Ach, das ist wieder so eine Visitenkarte. Jetzt ist er Künstler. Vier von fünf. Okay. Okay, Computer. Was haben wir hier? Tonband. Ich hab diesen Scheiß nicht gesagt. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. Dimmitt. Ich will mein Team tot. Ich regel das. Das Wochenende. Ich bin so ein Idiot. Ich wollte so sehr, dass das klappt, dass ich ihm einfach alles geglaubt habe. Es ist geschnitten. Ich bin so dumm. Ich bin Tontechnikerin und drauf reingefallen. Du hast einen Schock, so wie wir alle. Mach dich nicht fertig. Also? Aaron? Tut mir leid, Charlie. Ja, und ich war mit der Vermutung richtig. Also, es ist zwar nicht KI-Voice, aber zumindest geschnitten. Okay, da geht's nicht weiter.
Schlüssel. Für... Ist wohl noch ein Boot auf der Insel? Ja, ich hab da eins gesehen. Das ist ein Hundenapf mit Futter. Was war das? Oh. Mein Herz. Arsch. Ich bin eh ein Hundemensch. Wow. Ja, nur eine blöde Katze. Arschlochkatze. Wow. Ich hoffe, das Spiel endet bald. Ich konnte es eh auch nur in Dosen spielen. Das. Oh. Ist jetzt der Weg nach oben? Okay. Mal rauf die Leiter. Da. Leiter, Entschuldigung. Alles klar. Und wie kriegen wir das ganze Teil jetzt so da an? 100% das funktioniert nicht. Ja, war ja klar. Come on. Und schon wieder Englisch. Mein no Gott. Way. Oh, da drüber. Das macht er jetzt aber besser als wie die allererste Brücke und die war bei weitem nicht so hoch wie das hier. Ja, aber Qualitätskontrolle war für den Arsch. Vor allem für das, was sie da für das Spiel verlangen. Beschädigung dieses Siegels ist eine Straftat. Ja, ich glaube, das ist unser geringstes Problem momentan. Was? Nein, 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 nein! Drückt er es ganz rein? Er ist nicht ganz drin? Okay, ich kann da nichts machen. Also weh, ich muss da nochmal zurückgehen. Nur weil das, dass der Schalter nicht komplett drin war. Okay, dann einmal drücken. Und ich, wenn es angeht, ich würde jetzt vielleicht nett in das Licht reingucken. Au! Er schaut rein. Oh Mann. Oh. Aber boah, Gott sei Dank. Yeah. Endlich ist er an. Das Ding ist, der sieht auch Dumet. Ist die Frage, was ist schneller? Dumet oder die Polizei? Was piepst da so? GM4, hä? Ja, damit wäre meine Frage beantwortet. Was zur Hölle stinkt hier so? Scheiße. Es ist aber ein ganz anderer Eingang. Das überrascht mich. What the fuck? Ich sein.
Ist es seine Großmutter, als mich jetzt... What the... Alter! Was zum Teufel ist das? Die Boy who laughed. Du bist ein egoistisches Monster. Warst es immer schon. Oh, das sind diese einen Aufnahmen, wo sie gesagt haben, die wollen das nicht mehr haben. Wer sind sie? Der einsame Junge liebte es, Gruselgeschichten zu lesen. Wow. Er las Tag und Nacht Gruselgeschichten. Oh, wow. Ja. Auch so weiterblättert, bitte. Hallo? Ah, jetzt. Er lebte bei seiner Mutter, aber sie war streng. Leg das Buch weg. Der Junge hatte es satt, dass man ihm sagte, was er tun soll. Das ist unfair. Das Buch brachte ihn auf eine Idee. Rache. Der Junge schlich durch das Haus. Und es wird immer schlimmer. Dreihundert? Er sprang herum und schrie und erschreckte seine Mutter. Da! Ah! Er liebte große Geschichten. Er hat sie umgebracht. Der Fanatiker. Ah, wow! Blätterst sofort wieder zu deiner Lieblingsseite. Vorhersehbare kleine Göre. Ich kenne dich. Das ist alles so abgefuckt. Danke dafür, dass es kein Jumpscare ist. Warum ist es jetzt abgesperrt? Das war doch die Treppe, wo wir hergekommen sind. Oh, Gott sei Dank. Okay, die anderen sind da. Hast du Mark gesehen? Er ist okay. Er versucht, dieses verdammte Licht anzumachen. Mark? Bitte sag mir, dass du mich hörst. Mark! Ich dachte, ich habe dich verloren. Ja, wollte gerade sagen. Ja. Oh, finally! Ich glaube, wir sind am Ende. Die Polizei ist da. Und bitte bringt Waffen mit. Lass das bitte an. Was zur Hölle? Okay.
Oh. Handflächen nach vorne! Hände hoch! Das sind die Fall. Nein, es ist er! Er war das. Keiner redet! Ich sagte, die Handflächen nach vorne! Zum Glück sind sie hier. Sie müssen uns helfen. Bis ich weiß, was hier los ist, rührt sich niemand. Hinter ihnen? Da hinter ihnen! Das Boot! Ernsthaft, Lady? Ja? Es ist jetzt nicht dein Ernst. Fuck! Nein. Wie konnte er so schnell sein? Da! Weg hier! Seine Waffe! Fuck! Ich habe gerade so eine Vorahnung, dass es wieder so ein Quicktime-Ding wird. Funktioniert nicht. Ja, war ja klar, oder? Da. Los, mach! Hey, Conny, da bist du ja. Komm. Alter, gib's Gas! Alter, mach schneller. Los! Wirklich? Das war's? Wird das jetzt ein offenes Ende? Wow. Der ganze Aufbau für das? Geschafft. Gerade so. Reicht mir. Wir müssen die Polizei rufen. Fahr zu den Lichtern. Ich meine, es soll doch ein Abschluss für die ganze Trilogie sein. Das ist doch kein Abschluss. Wisst ihr, ich hatte gerade eine tolle Idee für die zweite Staffel. Fehlt nur noch eine letzte überraschende Wendung. Na dann viel Glück bei der Suche nach Moderatoren. Ich bin raus. Ich bin nur froh, dass ich noch lebe. Okay, wow. Nein! Gott sei Dank ist da jetzt noch was passiert. Und ich mache meinen eigenen Joker nochmal. Versuch Nummer 2. Jetzt habe ich alle drin. Ich hätte es gern bis zum Ende, dass ich da wirklich alle habe. Ich hoffe, ich schaffe es in Versuch Nummer 2. Und Gott sei Dank war das jetzt nicht das Ende, dass sie da einfach mit dem Boot wegfahren und alles tut die Heile. Und Open End. Gott sei Dank ist es noch nicht das Ende. Also, ich probiere es mit dem zweiten Anlauf. Ja, und da wären wir bei Versuch Nummer 2. Schauen, ob das jetzt erstmal besser läuft. Wenn es jetzt schief geht, ja, dann war es halt. Aber ich bin froh, dass es da noch eine kleine Wendung gibt. Dass das nicht das finale Ende ist. Geschafft. Gerade so. Reicht mir. Wir müssen die Polizei rufen. Fahr zu den Lichtern.
erstmal überleben. Wisst ihr, ich hatte gerade eine tolle Idee für die zweite Staffel. Geht nur noch eine letzte überraschende Wendung. Ja, wenn du Na dann wüsstest. Viel Glück bei der Suche nach Moderatoren. Ich bin raus. Ich bin nur froh, dass ich noch lebe. Wow, knapp. Schlecht. Festhalten! Sehr gut. Schlecht. Nein, nein, bitte. Na, immerhin sind sie wassersicher. Da kommt was auf euch zu. Spring. Fuck. Was? Nice. Yes. Zeig dein Gesicht. Zeig's her. Oder auch nicht. Nein! Nein! Du Arschloch! Fuck. Scheiße, ich hab... einen Toten. Also wenn sie diese Song nicht zum Lächeln bringt, dann weiß ich auch nicht. Nach der Pause spielen wir einige ihrer Classic-Rock-Favoriten ohne Unterbrechung. Keine verdammte Werbung. Oh. Oh, Mist. Shit! Ich sah auf und da standen sie mitten auf der verdammten Straße. Wedelten wild mit den Armen wie so ein Haufen Verrückter. Und wo kommen sie her? Ah, Fort Wayne. Bin seit 3 Uhr morgens unterwegs. Frühschicht? Naja, ich wollte um 8 Uhr im Hafen sein. Das schaffe ich wohl jetzt nicht mehr, oder? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, das glaube ich auch nicht. Und wir wissen jetzt alle, das wird nicht das Ende sein, denn wir haben eine zweite Person. Und ich kann natürlich auch sein, dass Dumet das auch überlebt hat. Also, das ist... jetzt wohl kein guter Zeitpunkt, nur... Oh Gott, was? Sind wir... ist das was Ernstes? Eine gemeinsame traumatische Erfahrung ist heiß. Fuck ja, das ist was Ernstes. Sie sind überraschend gut drauf, nach dem, was da so passiert ist. Aber schön. Ja, mein Grundfazit war ein richtig schönes Spiel. Hat Spaß gemacht. Nur die Bugs und auch die Probleme mit der deutschen Übersetzung. Ne Kippe gefällig? Ja. Wobei... ich höre auf. Gute Entscheidung. Also eben, dass da immer wieder mal der englische Ton kommen ist, das war wirklich störend. Ich meine, das ist kein Problem. Ich kann Englisch, aber trotzdem, wenn ich sage deutscher Ton, dann hätte ich auch gerne deutscher Ton. Das hätte wirklich nicht sein müssen, aber ansonsten, schönes Spiel. Hat mir ein paar Nerven gekostet und schwitzige Hände.
Aber war cool. Jetzt gibt es noch den Director's Cut. Und man kann das Ganze auch zu zweit spielen. Aber ich glaube, das schaue ich mir dann als Let's Play an. Muss jetzt nicht gerade direkt nochmal neu spielen. Ja, ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Jetzt kommen noch die Credits und der Abspann. Und schaut euch die unbedingt an. Denn da hat es ein paar Secrets und kleine Ankündigung. Also unbedingt bis zum Ende schauen. Ich bin draußen. Ciao. Da sind sie. Alles hat einmal ein Ende. Aber wie gut war dieses Ende für unser Filmteam? Die meisten haben überlebt, bis auf eine unglückliche Person. Nun, Ruhe in Frieden. Mark, Kameramann bis zum Schluss. Sein Studio in Brooklyn steht nun leer, falls jemand interessiert ist. Was ist mit den Überlebenden? Hat sie diese Erfahrung verändert? Kates Geheimnis. Sie war traumatisiert von etwas, das vor langer Zeit geschah. Aber sie hat sich dem gestellt, was sie am allermeisten fürchtete, und hat überlebt. Jamie weiß jetzt, dass sie anderen vertrauen und mit ihnen arbeiten muss. Ihnen beistehen muss. Aaron hat allen gezeigt, dass sie ziemlich schreckhaft ist. Aber sie hat auch ihren Mut bewiesen, als es darauf ankam. Und es kostete Mut, ihre Gefühle für Jamie zu zeigen. Und Charlie hat jetzt verstanden, dass ein Anführer mehr tut, als Befehle zu geben. Er musste die anderen als gleichwertig behandeln und mal die Führung abgeben. Um den Papierkram kümmere ich mich morgen. Sie finden selbst nach draußen? Es war, wie immer, erhellend. Wir sehen uns sicherlich wieder. Nun, bis dahin. Die Abfolge der Ereignisse ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Wir können jedoch bestätigen, dass gegen kurz nach 7:30 ein LKW-Fahrer angehalten wurde, um Hilfe zu leisten. Kurze Zeit später war auch die Polizei vor Ort. Die überlebenden Personen sind Teil eines Filmteams. Lonnet Entertainment, das Team hinter der Doku-Serie Architects of Murder. Verdammt! Anscheinend sind sie ihrem Stoff tatsächlich etwas zu nahe gekommen. Und wurden leider selbst zum Opfer. Zumindest hat ihr Albtraum jetzt ein Ende. Heilige Scheiße! Erinnert ihr euch noch an mein Video? Wie könnten wir? Du erwähnst das doch bei jeder Gelegenheit. Was? Ja, ich habe so viele Klicks, ich habe was gewonnen. Jetzt sag schon. Einen All-Inclusive-Aufenthalt für 5 Personen auf einer Insel. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ja, Mr. Dumet meint, sie werden sogar eine Limo schicken. Das wird ein Riesenspaß.
is Commander Stafford, the forward reconnaissance vessel Cassiopeia. After successfully rendezvousing with a Charybdis marker, we have detached the booster ring and spurts a high as we make our final approach to Tau City F. The ship has suffered a hull impact, but damage is minimal, and our technicians are restoring full functionality. This is Thomas Carter. Something's wrong with Sims. She's trying to kill me. I think... Our next transmission will be broadcast from orbit around humanity's future home. Stafford out. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tada!